bei einer neuen Ausgabe beim Switchhacker. Machen wir es kurz. Tony Schocolonelli, ein Fairtrade-Produkt aus Niederlande. Aus Niederlande. Das ist eine Milch-Haselnuss-Schokolade, die ich beim Amsterdamer Flughafen erworben habe. Für gutes Geld. Und die haben da viele verschiedene, unterschiedliche Sorten. Hab die vorher noch nie gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, die sieht ganz cool aus. Nehme ich die mal. So, grüne Verpackung, schon mal ungewöhnlich. Ganz witzige Verpackung, so auf einer Schrift und so, weil es ungewöhnlich ist. Alles Papier. Also kein Hochglanzpapier, sondern so ein ganz raues Papier, wie so eine, weiß ich nicht, wie ein Rohpapier. Ist auch relativ schwer, das sind ja 180 Gramm. Fette Scheibe eigentlich. Also beißen wir mal rein. Rip. Oh. Hier ist noch so ein Erklärbär hinten drin. Da ich kein Niederländisch kann, Holländisch kann, kann ich auch nichts dazu sagen. Ich soll es nicht mit Bügeleisen penetrieren. Cool. Crazy about chocolate, serious about people. Ah, understood. So, und, das ist interessant. Kommt da so ein Silberling heraus. Und jetzt? Hallo. Jetzt, ja. Eine Insel. So, das ist ja cool. Also, sehr geil. Das war eine richtig schöne Schokolade, oder? Also, die halten, glaube ich, nichts von verschiedenen so deutscher Ordnung, ne? So in Reihe und Glied, so die kleinen Täfelchen. Hier kann man sich sein individuelles Stück abreißen. Tony Schocolonelli. Ja, ganz cool, ne? Die ganzen Waben und so, das ist auch eine ziemlich fette Schokolade. Also cool. So, ich nehme mal dieses kleine Stück hier. Achtung. So, knack, bumm. Riecht nach ziemlich viel Vollmilchschokolade. Schmeckt nach ziemlich viel Vollmilchschokolade. Und Nüssen. Haselnüssen. Also, zu anderen ziemlich bekannten Produkten würde ich mal sagen, die ist nicht so süß. Obwohl sie ist süß, aber nicht so süß. Vom Schokoladenwert kann ich gar nicht sagen, wie viel Prozent die hat. Aber sie ist eine Vollmilchschokolade. 32% würde ich mal wetten. Kakaobestand, also 32%. 32% Schokolade. Und sie ist gut. Sie ist nicht schlecht. Ja. Knusprig mit den Nüssen. Die Schokolade halt ist, also sie hat. Ein zarter Schmelz. Füllt den Mund ziemlich schnell. Die Nuss hat auch so einen leichten. Bringt auch einen Geschmack mit. Also nicht nur knusprig, ganz gut. Ja, also ist eine ganz solide gemachte Schokolade aus den Niederlanden. Tony Schocolonelli. Das muss ich, glaube ich, ein bisschen üben. Schokolonelli. Okay. Erworben in den Niederlanden. Habe ich bisher hier noch nicht gesehen. Kann ich gar nicht sagen, wo man sowas herbekommen kann. Ganz cooles Produkt. Fand ich ganz gut. Finde ich gut. Also wenn man normale Schokolade mit Haselnüssen mal kaufen möchte, ist das mal eine schöne Abwechslung. Also auch schon wegen der Verpackung und der Tafelaufteilung. Oh, Tafelaufteilung. Ganz cool. Ja, das war's schon. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und auf Anjau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.